Menschen mit ausländischen Wurzeln sind im deutschen Handwerk zu Hause, wie Handwerksbetriebe aus der Region international erfolgreich agieren. Das sind Themen der aktuellen Ausgabe von HWK TV. Münters Karagöz ist Handwerksmeister mit türkischen Wurzeln. Der 38-Jährige lebt und arbeitet im Westerwald. Nach erfolgreicher Ausbildung bestand er 2000 die Meisterprüfung und gründete am 1. Oktober des gleichen Jahres seinen Handwerksbetrieb, der auf Haustechnik spezialisiert war und ist. Mein Ziel war schon vorher, dass ich mich selbstständig machen wollte. Mit 3 Kunden angefangen, ganz alleine. Ich hatte nur einen TN4-Bus und eine kleine Keller als Lager und eine kleine Büro. Ja, mit der Jahre hat es gewachsen. Bis jetzt habe ich 2 Auszubildenden ermöglicht, dass sie die Abschluss zu Ende bringen konnten. 3 habe ich im Moment in der Ausbildung. Ich hoffe, dass die auch mit Erfolg die Ausbildung bestehen. Ja, mit der Jahre kam es halt noch einen Mann und im Moment sind wir insgesamt 9 Personen. Der wirtschaftliche Erfolg des Existenzgründers bedeutete auch Platznot, denn der Betrieb platzt schnell aus allen Nähten und so entscheidet sich Karagöz für einen Neubau. Der führt ihn von Ebernhahn nach Ransbach-Baumbach. Wir hatten als Lager eine alte Scheune, die Gegebenheiten waren halt nicht so. Da haben wir uns beschlossen, was neu zu bauen und daraufhin haben wir hier das geplant. Hatten noch lange Zeit zu überlegen, wie und wie wir das gestalten. Ja, im 2013 haben wir mit der Bauphase begonnen und wir waren innerhalb von einem Jahr mit dem Objekt fertig. Was entstanden ist, kann sich sehen lassen. Nicht nur die Architektur und das äußere Erscheinungsbild der MK-Haustechnik überzeugen, sondern auch die inneren Werte. Karagöz legt großen Wert auf Ordnung und Übersichtlichkeit. Und auch Räume, die den Lehrlingen für praktische Übungszwecke zur Verfügung stehen, fehlen nicht. Das Gebäude ist so auch Referenzobjekt für handwerkliche Leistungen und modernste Gebäudetechnik, mit der sich die MK-Haustechnik beim bundesweit ausgeschriebenen Energieeffizienzpreis 2014 bewirbt und glatt gewinnt. Und auch den bundesweit renommierten Preis Elmar holt das Unternehmen in den Westerwald. Wie es dazu gekommen ist, wir haben Ausschreibung gelesen und dann haben wir gesagt, ja, das passt zu unseren Ideen, zu unserem Ideen hier in dem Objekt, was wir alles vorhaben und was wir hier gestalten. Und mit diesem Objekt sind wir dann an Energieeffizienzpreis rangegangen. Neben seinem Einsatz als Unternehmer, der aktuell 3 Lehrlinge ausbildet und 9 Mitarbeiter beschäftigt, bringt sich Münters Karagöz auch im Ehrenamt ein. Er ist Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses, Mitglied im Meisterprüfungsausschuss bei der HWK Koblenz und Vorstandsmitglied der Innung. Da geht natürlich viel Zeit drauf, aber ich mache das gerne. Es macht mir Spaß, mit jungen Leuten Kontakt zu haben. Man muss die jungen Leute fordern und fördern. Und wenn das keiner machen würde, dann wäre es natürlich ganz schlecht. Heimathandwerk. Für Münters Karagöz ist das gelebter Alltag, der ihn erfüllt und auch glücklich macht. Heimathandwerk, das gilt übertragen auch für die Philosophie der Stahlbau Petri aus Alterkülz im Hunsrück. 1932 wurde der Betrieb gegründet und ist seit über 80 Jahren fest verwurzelt in der Region. Doch längst haben die Alterkülzer Spuren im Ausland hinterlassen, denn viele der hier entwickelten und gebauten Produkte sind europaweit im Einsatz. Das reicht vom Hallenbau bis zur Entwicklung einer eigenen Maschine, die anderen Metallbauern die vereinfachte Fertigung ermöglicht. Mit dem Vendomat hat der Betrieb 1985 eine patentierte Anlage auf den Markt gebracht, die materialschonend auch schwerste Metallteile für eine ergonomische Bearbeitung wenden kann. Der Bearbeiter kann in einer bequemen und gesunden Arbeitshaltung schweißen, flexen oder schneiden. Der Unternehmensschwerpunkt liegt im Hallenbau und der Fassadenverkleidung. Standardisierte Normhallen werden gebaut, wie auch auf Kundenwunsch maßgenau projektierte Sonderfertigungen entstehen. Von der Entwicklung an der betriebseigenen EDV-Anlage bis zum Zuschnitt und die Metallbearbeitung auf 10.000 Quadratmetern Werksgelände, die anschließende Montage vor Ort, der Betrieb bietet alles aus einer Hand und kommt so nicht nur in Deutschland zum Zuge. Kunden von Stahlbau Petri gibt es in Lettland, Frankreich, Polen, Luxemburg, Niederlande, Tschechien oder Russland. Zum Erfolg im Auslandsgeschäft konnte auch die Handwerkskammer Koblenz mit ihrer Außenwirtschaftsberatung beitragen.
Individuelle Beratungen und Seminare helfen beim Markteintritt und der Ausweitung der Geschäftsbeziehungen ins Ausland. Im Fall der Stahlbau Petri ging es konkret um Aufträge in Luxemburg, die erfolgreich zusammen mit der HWK vorbereitet wurden. Die Handwerkskammer stand uns mit Rat und Tat zur Seite, konnte uns in der Abwicklung im Auslandsgeschäft sehr gut weiterhelfen. Wir sind da sehr dankbar. Zu den Leistungen der HWK Außenwirtschaftsberatung zählt auch eine gemeinsame Markterkundungsreise am 21. März zu den My Energy Days. Diese Fachmesse in Luxemburg zur energetischen Gebäudesanierung beinhaltet praxisnahe Vorträge, einen Messerundgang sowie eine geführte Baustellenbesichtigung und vermittelt einen guten Überblick über die luxemburgische Baubranche. Infos und Anmeldemöglichkeiten bietet die Handwerkskammer Koblenz telefonisch unter 0261 398 241 oder per E-Mail export@hwk-koblenz.de. Weitere Informationen zu den Inhalten der heutigen Sendung gibt es auch im Magazin Handwerk Spezial, das am 31. Januar in der Rheinzeitung erscheint.